Hallo Leute, heute schauen wir die vierte Folge von Sam vs. Wild an. Nee, Quatsch, von Krassassenfahrt, weil die Folge heißt Sam vs. Wild. Keine Ahnung, wie die Folge so heißt. Ich bin gespannt. Vielleicht werden sie ausgesetzt in der Wildnis jetzt auf einmal für ein Experiment von der Schule aus. Auch gutes Timing, das Format, die Folge so zu nennen, so zu machen, wenn Sam vs. Wild ja rauskommt. Aber gut, gehen wir rein. Let's go rein da. Also ist Folge 4 bereits schon, habe ich schon gesagt. Folge 4, wir haben bisher auch alle drei Folgen vorher gesehen. Wie das Intro immer irgendwas ist mit zuerst irgendwas, was die Hände machen und dann das Gesicht komplett. Müssen wir in der nächsten Folge darauf achten. Wenn was für die Hände gezeigt, dann das Gesicht erst. Tja, wir machen ja heute eine Tageswanderung zu einem Aussichtspunkt und dafür darf ja jeder 7 Gegenstände mitnehmen. Ah, okay. Samuel ist wild, das ist. Ja? Eine Frage, warum eigentlich genau 7? Ich habe das in so einer Survival-Show gesehen und ich fand das irgendwie total die coole Idee und dachte mir, wir machen das auch mal. Aber wir machen ja eine Tageswanderung. Die machen ja nicht Survival jetzt für ein paar Tage. Wir machen natürlich nur einen Tagesausflug, also ihr müsst jetzt keine 7 Tage in der Wildnis überleben. Ja, Sebastian? Warum müssen die anderen nicht mit? Die lernschwächeren Schüler, die sind bei Herrn Wolf beim Nachhilfeunterricht. Vielleicht. Ja gut, es müssen ja auch nur 7 Leute sein, ne? Die hat sich ja voll. Bei Sam vs. Wild, da hat sich auch die Leute gerade ausgesucht. Also ist ja auch irgendwie was, dass das zufällig jetzt gerade die 7 sind. Ha, hat sie bevorzugte Schüler gerade hier? 7 Tage in der Wildnis überleben. Ja, Sebastian? Warum müssen die anderen nicht mit? Die lernschwächeren Schüler, die sind bei Herrn Wolf beim Nachhilfeunterricht. Vielleicht erzählt ihr einfach alle mal, was. Ah, es sind 6 Leute, aber mit ihr sind es 7, dann mit der Lehrerin, ja. Euer wichtigster Gegenstand ist. Chiara, magst du anfangen? Handy. Was? Dein wichtigster Gegenstand? Mein Handy natürlich. Bräuchte ich für Notrufe, die roten Selfies machen. Ja, Selfies machen sehr wichtig auf jeden Fall für Survival. Smartphones müssen auf dem Zimmer bleiben. Sorry, die sind verboten. Was? Ganz Spaß. Mina, magst du einmal erzählen? Mein wichtigster Gegenstand ist eine Wasserflasche, denn wie wir alle wissen, ist mit Dehydration echt nicht zu spaßen. Ja, vor allem bei einer Tageswanderung. Langweilig. Wer findest du, sagt langweilig? Ist ja nicht für Ernährung und Fitness und so, ist nicht was auch wichtig fürs Training? Sebastian, na dann erzähl mal von deinem wichtigsten Gegenstand. Mein Gegenstand? Ich hatte gesagt, sowas wie, meine Arme. Denn mit den Armen kann ich Gegner wegboxen und mich beschützen oder sowas. Was ist das? Krass. Gib mir kurz. Hab's nicht. Ja. Ja. Kondome, okay. Aber da gab es nicht mal irgendwie auch mal eine Sam vs. Wild Staffel, wo einer überlegt hatte, auch Kondome mitzunehmen, um die für andere Zwecke zu benutzen. Da gab es mal ein Gespräch, was die Leute mitnehmen, die Kandidaten so. Sicher, ne? Sehr lustig. Oh mein. Danke für deine unfassbar unterhaltsame Darbietung. Vielen Dank, Jona. Ich sage ehrlich, ich glaube auch Wasser ist am wichtigsten, weil einige Teilnehmer sind bei Sam vs. Wild deswegen ausgeschieden. Das stimmt. Fritz, meine Kamade, ne? Aber wie jetzt hier auch sich Amina ranschleibt, ist hier. Ja. Yes. Sehr gut. Noemi, magst du weitermachen? Ich würde einen Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Nur, falls wir es brauchen sollten. Wo sind die jetzt her? Sehr gut. Leo. Ja, ich habe meinen wichtigsten Gegenstand direkt an. Sie haben ja gesagt, es gibt vielleicht eine Badestelle. Ja, eine Badehose. Kriegst du das? Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Badehose, ja. So, ja, brauchen wir das. Keiner hat ein Messer mit dabei, was mit dem Feuerstein, wenn man Feuer machen muss? Ach, Anfänger. Ein Pool oder was? Ja, vielleicht gibt's ja einen See oder so. Habt ihr alle eure Badesachen dabei? In 3 Minuten seid ihr wieder hier. Jetzt geht's noch schnell holen, okay. Haben Sie Ihre Badesachen dabei? Nee. Wow, wie sollen alle rennen dann auch? Och Mann. Was machst du eigentlich hier? Du bist doch gut in der Schule.
Ich verstehe nicht, warum ich einen Ausflug zum See Polynomdivision vorziehen sollte. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, Polynomdivision so viel besser als am See baden. Mhm, fühle ich, was? Stimmt. Wo sollte man das nur tun? Wenn Sie auch nur halb so viel rechnen wie reden würden, wären Sie längst mit allen Aufgaben fertig. Sagen Sie, haben Sie eigentlich auch irgendwann mal Spaß im Leben? Was könnte mehr Spaß bereiten, als Ihnen dabei zuzusehen, wie Ihnen selbst das Lösen einer einfachen Polynomdivision Kopfzerbrechen bereitet? Ja, und so Lehrer gibt es leider wahrscheinlich auch, die genau das gut finden, wie die Schüler leiden müssen und sowas tun müssen, was sie gar keinen Bock drauf haben. So Lehrer, die so Schadenfreude so feiern auch, gibt es bestimmt. Ich kenne auch einen Kandidaten, der dem es wahrscheinlich genauso ist. Also, ja. Das geht gar nicht. Ich kann mir gut verstehen, aber dass für ihn jetzt zum Beispiel so, also für den Rechts, so Matheaufgaben so vielleicht was Beruhigendes ist. So, ne? Weil wenn man erstmal weiß, wie es geht, kann man easy, so wie puzzeln. Ne? Muss man sich dann, ne? Das kann ich schon voll verstehen irgendwie, dass man das bevorzugt. So ein bisschen Ruhe haben, ein paar Matheaufgaben lösen. Manche stricken ja auch oder lesen ein Buch. Er löst Matheaufgaben. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es chillig sein kann, ja. Während ich in wenigen Wochen in Rente gehen darf. Ich komme gleich wieder. Ja, was sagt man, ist der immer so drauf? Keine Ahnung, aber ich glaube, im Herzen ist der eigentlich voll süß. Ich habe gehört, seitdem deine Frau gestorben ist, hat er nie wieder gelacht. Wobei, vielleicht habe ich es auch mal geträumt. Bin mir nicht mal ganz sicher. Ja, genauso werden Fake News verbreitet. Nein, das stimmt. Ich habe das auch schon gehört. Das stand, glaube ich, mal in der Zeitung. Ich habe es mir... In der Zeitung stand drin, dass der Lehrer seitdem nie wieder gelacht hat. Muss ja echt eine spannende Zeitung sein, wenn solche Artikel geschrieben werden. Jetzt anders überlegt. Sie bekommen am Nachmittag nicht frei. Sie werden auch diese Aufgaben noch lösen, bis die anderen vom Ausflug wieder da sind. Wie cool. Alter, was ist für ein Beat hier? Underground Rapper! Ich schwöre mir da echt. Die haben auch wirklich die besten Outfits angezogen. So, wirklich so kurze Hose bis, weiß ich nicht. Also wirklich so also richtig hohe, so kurze Hose. Wenn du auch hier durch die Wiesen läufst, durch wanderst, dann gibt es hier Zecken in Toskana, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall wäre es dann unpraktisch, auf jeden Fall. Ich schwöre mir da, ich kann nicht mehr. Ich will zurück. Es ist so anstrengend, immer aufzupassen, dass man hier in Scheiße tritt oder so. Mann, kann ich das schon dein Wasser haben? Ja, klar. Wie wär's mit bitte? Kann ich bitte was in dem Wasser haben? Hast du Mückenspray dabei oder so? Wieso hast denn du eigentlich dein Handy dabei? Ist alles okay bei dir? Nein, ist das nicht. Ich möchte einfach gehen. Ich fühle mich unwohl. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will zurück. Komm schon, Chiara. Ist nicht mehr weit. Wir entspannen uns, wenn wir da sind. Ich möchte nicht mehr. Verstehst du doch? Ich möchte einfach gehen. Du darfst mein Handy schon nicht mitnehmen. Jetzt muss ich durch den Kack laufen. Ich habe keinen Bock mehr. Du bist immer mies, Pink. Die Rolle spielst du aber echt erstaunlich gut. Spielst du da ein bisschen aus sich selbst? Nein, komm so ein bisschen rüber. Kack, laufen, ich hab keinen Bock mehr. Du bist immer mies, pingelig und negativ, wenn es um Sachen geht, auf die du keinen Bock hast. Und ganz ehrlich, du bist handysüchtig. Was meinst du damit? Oh, jetzt direkt vor allen so eine Rede stellen? Was? Ist auch ein bisschen gemein von ihm jetzt, die so als Freund. Als Freund müsste mit ihr vorher schon drüber geredet haben, im Privaten nicht vor allem vor der ganzen Klasse bloßstellen. Das finde ich jetzt frech. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt und du kommst mit. Nein. Natürlich, du gehst jetzt mit. Nein, ich komm. Doch, ist es immer das Gleiche? Geh doch alleine. Nein. Niemand darf alleine. Okay, da bahnt sich auf jeden Fall Stress an. Ein klärendes Gespräch sollte da helfen. Irgendwo hingehen und ich muss euch noch bis zur Bergspitze begleiten. Ich hab eine Idee. Vielleicht kann ich mit ihr zusammen nach Hause gehen, weil ich hab eine Blase am Fuß und ich kann nicht so gut weiterlaufen. Ja, aber du hast ja einen Erste-Hilfe-Koffer. Kannst ein Erste-Hilfe-Pflaster draufkleben. Ja, wenn es nicht anders geht, dann okay. Und schon sind die ersten beiden Kandidaten ausgeschieden bei Seven vs. Wild, krass Klassenfahrt Edition. Gut, kommt, wir gehen dann auch mal weiter. Wenn wir diese Staffel überstehen und gewinnen am Ende. Das sehen Sie. Nee, okay, ich höre auf damit. You're not the one that's hurting now.
Ganz schön da. Junge, mein Turm ist 7 Quadratmeter hoch. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich wünschte, es gibt eine Möglichkeit, dass ich die Antworten aus dem Internet abschreiben könnte, ohne dass ihr Wolfs merkt. KI. ChatGPT. So mit Rechenweg und so. Sowas ist doch komplett einfach. Sowas kann man ganz easy programmieren mit Hilfe einer KI, die menschliches Rechenverhalten adaptiert, die dann die Aufgaben löst. Ja. Du musst die KI nicht programmieren. Du kannst sie einfach ChatGPT nehmen. Kannst mittlerweile sogar Fotos einschicken und sagen, löst die Aufgaben mit Rechenweg und dann macht die auch KI das für dich. Kannst du sowas programmieren? Klar. Okay, Moment. Habe ich das richtig verstanden, dass du so klug bist, dass du eine App programmieren könntest, die mithilfe einer KI Rechenaufgaben löst und es dann so aussehen lässt, als hätte ein Mensch sie errechnet? Ja. Okay. Wir müssen diese App entwickeln und rausbringen und dann im App Store. Nein, was heißt ein App Store? Einfach Chat. Die brauchen noch keine App für. Wir voll viel Geld anbieten. Also können mega viele Schüler ihre Lehrer aus. Aber vielleicht eine App. Weil Lehrer kennen ja mittlerweile ChatGPT, aber wenn es eine App ist, die sie nicht kennen. Ja, aber dann müssen dann Handys komplett verbieten dann auch. Bis es dann Implantate gibt im Kopf und dann wird es wieder schwierig. Tricksen. Das wird die Welt revolutionieren und wir werden finanzielle Freiheit erlangen. Okay, ja. Braucht ihr noch eine Marketingmanagerin? Ja, das ist gut, du wirst Marketingmanagerin. Oh ja, ein Organigramm. Genau. Und du wirst Head of Finance? Ja. Du wirst genau, der gut rechnen kann, wird Head of Finance, korrekt. Head of Programming. Und ich werde der CEO. Ey, das wird ein Riesenerfolg, okay? It's a good day. Ah, wie sie direkt auch loslegt. Oh, das ist ein bisschen cringe gerade. Oh Mann, aber cool, haben sie so gefunden, ne? Für verschiedene Menschen zusammen auch. Gut, also ihr habt jetzt 1 Stunde Zeit, um euch zu entspannen und auszuruhen und dann müssen wir auch schon wieder auf den Weg. Wo ist die Badestelle jetzt? Wo ist Baden? Sind extra Klamotten mitgenommen zum Baden? Ja, ich sehe es mal. Und dafür sind wir jetzt hergekommen. Sorry. Schon ein Abfuck, Bruder. Oh, hörst du das? Ah doch, das Wasser. Das Plätschern. Nee, Mann. Ja, sie hat doch gewusst, dass es eine Badestelle dort gibt. Hat sie doch gesagt. Also, wäre es nicht panisch zurückgerannt, um Badesachen zu holen. Also, ich hab da was gehört. Ja, ich glaube, das kommt von da drüben. Das ist auch nicht zu überhören, glaube ich. Ah, er wollte sich zu ihm schleichen. Ja. Okay. Schimmert auseinander, ja. Ist jetzt aber richtig offensichtlich. Meinst du? Ja, der Abstand ist so ja, unoffensichtlich offensichtlich. Setzt doch niemand 3 Meter auseinander. So? Nee, es hat mir vorher doch besser gefallen. No! Ein liebevolles Necken, ja. Jo, hä? Das ist doch ein Privatgrundstück da mit Pool. Das ist doch gar keine öffentliche Badestelle, kein öffentlich irgendwas. Wow, was ist das denn? Ein Pool? Das ist ein Pool, ja. Mit einem Nichts? Haben wir irgendein Schild übersehen? Meinst du das Privat? Vielleicht so Warnung vor dem Hunde oder sowas, so ein Schild. Privatgrundstück betreten verboten. Privatgelände? Ja. Keine Ahnung, ist aber angenehm. Ich hätte nichts gegen eine Abkühlung. Warte, du willst da rein?
Okay. Wenn wir jetzt abhauen, merkt das. Schwierig, was da abgeht. Schwierig, schwierig. Safe niemand. Mina und Jonas sind auch schon weg. Und Frau Müller-Leis pennt fast. Pennt fast. Die pennt schon. Ich dachte, es hört jetzt endlich auf mit dem Verstecken spielen. Sollen wir jetzt hier vor Frau Müller-Leis rummachen? Ja, let's go. Die pennt auch eh, wie gesagt. Ich hab gehört, heute Nacht ist Sternschuppennacht. Wollen wir uns einfach verpissen, ein paar Stunden genießen und dann gehen wir zurück zu den anderen. Dabei. Hier, du hast das alles geplant? Eine Kerze? Hä, süß irgendwie. Geil. Das ist doch super auf. Hä, weil. Wollen die nicht nachts irgendwie sich rausschleichen? Oder wollen die jetzt weggehen und dann, hä? Ich verstehe den Plan noch nicht ganz. Wenn wir beide jetzt zusammen verschwinden, dann checken die anderen es ja auf jeden Fall. Ja, genau. Lass das mal meine Sorge sein. Mhm. Aber will sich ja nicht mehr verstecken. Komm. Okay. Okay. Lass gehen. Oh, ich vermisse jetzt so in Pools zu gehen. Oh, ich brauche einen eigenen Pool. Ich brauche Wasser. Ich bin ein Wassermensch. Ich muss ins Wasser gehen. Ich wette, Chiara hätte das auch gefallen. Wenn sie es nur mal versucht hätte. Ja, vielleicht. Ich weiß gerade auch nicht, was mit dir los ist. Du kennst sie schon länger als ich. Würdest du sagen, sie war schon immer so? Was meinst du mit so? Keine Ahnung, so naturscheu? Keine Ahnung. Ach, ich weiß gerade, ehrlich gesagt, auch nicht, wie gut das sieht man mal. Was war das für ein Blick? Das war ein komischer Blick. Ja. Ich hab dich nur angeschaut. Nein, du hast komisch geschaut. Ja. So guckt man nicht. Ja. Und so guckt man nicht, wenn man eine Beziehung eigentlich ist gerade, ne, Kollege? Red dich aus erstmal mit ihr. Klär es erstmal, was abgeht hier. Oh. Von ihr aber auch nicht. Ja gut, sie ist bisher nur freundschaftlich da, ne? Noch ist nichts von so, ne, was abgeht. Was liest der echt da für ein Buch gerade? Hamlet heute und Analysen. Vorwort, okay, alles klar. Hamlet einfach. Ja, habt ihr doch noch einen See gefunden? Ja. Sozusagen? Einen See, richtig, ja. Hm. Waren Leo und Sebastian auch dort? Nö, die waren nicht mit uns. Keine Ahnung, vielleicht sind die schon zurückgegangen oder so. Wir hätten schon vor einer halben Stunde losgehen müssen, weil es gleich dunkel wird. Die können nicht einfach gehen, ohne sich bei mir abzumelden. Das geht nicht. Ihr müsst wirklich mir einfach Bescheid sagen, wann ihr wo hingeht. Seid ihr euch sicher, dass die nicht im Wasser waren oder irgendwie ertrunken sind oder sowas? Nein. No! Wenn sie ertrunken wären, wären sie nicht so chillig hergelaufen, glaube ich. Niemand außer Jona und mir war im Wasser. Die sind auch nicht ertrunken. Die sind bestimmt spazieren gegangen oder so. Ihr bleibt hier. Ich gehe die suchen, okay? Naja, okay. Schon ein bisschen panisch, die Lehrerin. So, das ist alles vorgefallen irgendwie in der Vergangenheit. Ist eigentlich doch ganz schön hier. Ja. Was meinst du, wo die anderen wirklich sind? Naja, dann bleiben wir wohl noch ein bisschen hier.
oder? Mhm. Meinte Frau Müller-Leist, ja. Oder? Ja. Ah, gute Freundin ist sie. Eine sehr gute Freundin von ihr. Ja, beste Freundin forever. Wie gefällt dir mein Shelter? Ein Sturm zieht auf. Der Letter. Aber weil es wenig sein muss, ist es halt irgendwie. Wir sind mit jeweils einem Gegenstand rausgegangen gefühlt. Wir sind berg hochgelaufen. Und dann waren sie im Pool schwimmen. Aber ja, thematisch so ein bisschen drin. Ja, okay. Ja, wenn ihr das mal euch für Folge 5 auch noch anschaut, lasst gerne einen Hoch da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, ne?